Ja, willkommen zu Star Citizen. Ja, die Info hier von der Roadmap ist schon ein bisschen älter, ein paar Tage. Die 3.23 steht ja in den Startlöchern und ja, da wird es ja viele Änderungen geben, unter anderem deutsche Lokalisierung, was ich so bis jetzt gesehen habe. Ich habe in der letzten Zeit leider sehr wenig Star Citizen gespielt, deswegen kriege ich keinen Zugang zum PTU. Ich muss mal wieder ein bisschen öfter spielen, ne? Aber das, was ich bis jetzt so auf YouTube gesehen habe, sieht das schon sehr gut aus, ne? Auch, dass man ja einzelne Schiffskomponenten jetzt sich anzeigen lassen kann an dem Bordcomputer und man kann Wegpunkte setzen, damit man auch weiß, wo alles ist. Und man kann einzelne Komponenten auf seinem Schiff reparieren, zum Beispiel die Schildgeneratoren oder sowas, ne? Mit seinem Multitool. Mit der 3.23 werden einige Sachen halt noch nicht reinkommen, die eigentlich angekündigt waren. Zum Beispiel die eigenen Hangars. Die sind ja schon lange angekündigt und wenn man sich hier so ein Spielpaket holt, hat man ja schon einen eigenen Hangar. Also das ist ja im Grunde dann eine eigene Instanz, wo du in aller Ruhe dein Schiff ja reparieren kannst, wahrscheinlich beladen kannst. Dann soll es neue Missionen geben, Frachttransport und Frachtfahrstühle für große Kisten. Also das funktioniert alles derzeit noch nicht so, wie es funktionieren soll. Und ich schätze mal, mit dem eigenen Hangars ist es ja auch so, wenn du dein Heimatplaneten dir aussuchst, nehmen wir mal an Arkorb, wird dort gleichzeitig auch dein persönlicher Hangar verortet, ne? Und das ist halt eine eigene Instanz. Ja, und das zu implementieren ist anscheinend ein bisschen schwieriger. Also ich lasse mich ja immer ungern teasern und will ja immer so die Sachen selber rausfinden. Ne? Das sorgt natürlich dafür, dass ich auch ab und zu mal Dinge falsch mache, ne? Oder irgendwas erstmal nicht raffe. So ist das halt nun mal, wenn man Sachen neu ausprobiert. Ne? Und da habe ich ja so rausgefunden, die Schiffe haben ja jetzt einen Traktorstrahl dran. Und das ist, also da kommt irgendwie hinten raus bei meinem Schiff. Ich kann das nicht steuern. Also da kommt halt ja wie eine Fischpuppe. Ja, als ob, es sieht auch so aus, als ob ein Fisch Kackfädchen hinter sich herzieht. Ja. Und ja, ich bin da noch ein bisschen so am Experimentieren, welchen Zweck das hat, so wie es jetzt ist. Nicht wirklich. Ja, also du kannst anscheinend da mit Schiffe irgendwo hinziehen, aber ja, wozu? Wo? Reparaturdock oder was? Hier gibt's ja keine Reparaturdocks, nicht in dem Sinne, ne? Versuchen wir doch mal die Geschwindigkeit ein wenig zu berechnen. Lichtgeschwindigkeit sind etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich mir hier ansehe, wie schnell wir hier uns unserem Ziel nähern, sind das knapp 2 Sekunden. Bis 300.000 Kilometer pro Sekunde erreicht sind. Das heißt, wir fliegen in etwa mit halber Lichtgeschwindigkeit. Also etwa mit 150.000, 170.000 Kilometern pro Sekunde. Meine Damen und Herren. Ja. Es gibt, also ich glaube, der Militärantrieb ist schneller und verbraucht auch gar nicht mal so viel mehr. Das ist ja hier der Odyssey, das ist ja der Standard Civilian Klasse 2 Antrieb, ne? Ja, ist eigentlich, ich finde ihn eigentlich ganz okay, also er ist nicht der schnellste, aber auch nicht so langsam, also es ist Mittelmaß. Eigentlich wie fast alles auf meinem Schiff Mittelmaß ist, ist auch der Antrieb Mittelmaß. Ich finde ja keinen teuren Militärschild. Vielleicht Crusader? Ich mache die Gesundheitsanzeige ganz wuschelig, hä? Aber jetzt extra so ein Heilungspen zu benutzen, wegen 8%. Ja, alles hat seinen Preis. Alter, hoch müssen wir. Stand da nicht irgendwie was im Briefing von, dass die irgendwie unschuldige Siedler angreifen oder irgendwie sowas? Da dachte ich eigentlich, dass es irgendwie Mining Outposts beschützen oder irgendwie sowas. Weil so richtig Siedlung gibt's ja hier noch nicht, ne?
Also haben schon von Pyro-Videos gezeigt, ne? Wie da so eine Siedlung zum Beispiel aussieht, aber auch wie so Piraten-Bases aussehen. Bases? Kontakt. Wieso habe ich hinter mir Kontakt? Da, Romeo. Muss ich den tot machen? Ach, was frage ich da erst? Ich bin ja ein bisschen durch. So. Gut, da wird aber schon gekampelt, hä? Da haben wir mal eine Aris daraus. Ja, hab ich schon gesehen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wo ich ihn gelockt habe. Ach du Scheiße, wie viel sind da? Ich glaube nicht, dass das gut geht, Alena. Nee, das ist nicht gut. Vor allem, das ist ein Hammerhead, ich bin doch nicht weich. Ja, nee, ist klar. Eine Hammerhead. Shit. Noch eine Hammerhead. Oh nee. Gegen die hab ich keine Chance. Ja, nee, ist klar. Ja, wie denken die, wie das läuft? Oh, da ist ein anderer. Ja, ja, Kontakt. Oh, halt doch mal die Schnauze, Emma! Gehst mit dezent auf den Piss? Oh, nee, das ist doch ein Witz. Wie soll ich denn mit dem Schiff, das kriegst du doch orange beschissen. Ich krieg die Hammerhead halt mit meinem Schiff nicht kaputt. Vollkommen unmöglich. Hier da. Nee. Die machen mich kaputt. Sowas von. Ich bin. Die fliegen hier im Verbund, aber trotzdem, die kriegst du nicht kaputt. Die Hammerhead. Kleinvieh, aber nicht mit hier. Das Riesenvieh, ne. Ja, jetzt ist der Sprit alle hier. Wow, ich habe 500 gekriegt. Machen die Schilder. Ich kann bloß die Kleinen abranzen, auch nicht die Großen. Die Hammerheads kriegst du nicht kaputt. Da brauchst du eine Flotte dafür. Oder zumindest, es gibt ja Schiffe, die mit so einer Hammerhead fertig wären, auch in meiner Größe hier. Gibt ja so kleine Schiffe, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Hat ich aber auch schon geflogen, richtig heftige Teile. Aber mit einer Cutlass, nee, da hast du keine Chance. Da hast du nicht genug Waffen dafür. Ich kann höchstens immer einzeln ein paar Gegner versuchen wegzumachen, ne? Diese Konvois, das ist schon. Hätte ich das gewusst. Guck mal, ja, die jucken sich. Ja, zeig doch mal den Kontakt. Wieso kann ich nicht aufschalten? Da ist eine Cutlass Black. Gessen. Die Katniss krieg ich noch klein, ja. Oh, jetzt haben sie mich gehittet. Oh, Schild ist unten runter. Oh ja, die haben mich, glaube ich, ganz böse gehittet. Also, das ist eine ganz dumme Geschichte. Das kriegst du alleine nicht geschissen. Seraphim-Station. Hui! Ich glaube, die Rakete hätte mir einen Rest gegeben. Wenn die Rakete jetzt von der Hammerhead gekommen wäre, die hätte mir einen Rest gegeben. Heftig. Wo kriegen wir denn hin?
Alter. Nee, das, ich bin noch weich. Immerhin, hä? Den Schiff haben wir kaputt gemacht. Whoop. Kleines, aber. Nee, das ist. Oh, hier ist alles rot. Weiß, was geht hier? Auf den Landen oder was? Das ist hier Piratenburg. Ja. Sag mal vor. So, jetzt runter. Wie Amateur. Gut, also ein Auftrag. Ach, güttel dir hier. Repair. Restock. Ein schönes Schiff. Mein Gott, alles rot hier. Was ist denn das für Tulli? So, wir müssen jetzt dann wie lang? Dahin. Alt und zäh. Das sollte ich nicht verstehen. Was sind denn das für rote Dudes? Hexer. Piratengebiet. Ja, so Hexe will ich jetzt nicht. War ich zwar schon lange nicht mehr, aber müssen wir heute nicht. Die haben coole Klamotten, davon abgesehen. Bisschen Geld müssen wir verdienen. Hä? 2000 ausgegeben alleine für die scheiß Reparatur. Emma. War ein bisschen zu aufdringlicher Schiffe. So, wo ist er denn jetzt? War nicht da oder was? Kennen wir auch schon, ne? Das ist doch da, Alter. Es gab ja auch schon mal diese Bugs, dass da die Gegner nicht aufgetaucht sind. Hast du manchmal bist du ja hin und her geflogen, eine Stunde. Keine Sau kam. Du weißt ganz, Alter. Ah, ich kann ihn noch nicht aufschalten. Komm, meine Arista wartet. Ja. Komm, wir brauchen mehr Reichweite hier, komm. Husch. Ja, da hat wieder einen Schleichmodus an. Jetzt haben wir. Da ist einer. Das ist nicht der Richtige. Den ich gibt. Nee. Nicht getrackt. Nee, auch nicht. Ja, da machst du dich halt so rund. Alter Pups. Komm her hier. Ja, nee. Das ging ja. Alter. Da fliegt da in mich rein, dieser Dulli! Ich hab nicht gesehen. Leichter Auftrag. Ha, gegen die Hammerheads war's einfacher. Aber solche Kamikaze-Dullis, Alter, nee. Warum Köpfe? Warum Köpfe hat Muni? Das macht gar keinen Sinn. Alles wieder weg. Ach Gott, der Hund. Was sind wir denn nun? Ach Gott, wir sind auf Hörsten. Ja. Ah, das ist doch eigentlich meine Heimat hier. Ich hab doch viel mehr Krams. Wo ist mein Schiff? Wo sind meine ganzen Waffen? Ich komm ich raus aus dieser Irrenanstalt. Ich sehe echt aus wie aus der Klapse, hä? Ja, die Mütze. Komm ich raus. Da kommt ja auch nicht raus. Oder die. Die stehen alle am. Und das auch. Ich entlasse mich jetzt selbst. Tschüss. Euer Essen ist scheiße. Da, ich glaube, da müssen wir raus. Scheiße, ja. Mein schönes Schiff. Du bist so schnell tot hier. Das gibt's überhaupt nicht. Lobby. Ich glaube, dann müsste ich zugreifen können auf mein Gerümpel. Ja, hörst du. Ach, schnallt sich. Lorville.
Na, endlich. Können wir machen, uns nackig hier mitten auf dem Gang. Jetzt haben wir kein, doch, ich wollte gerade sagen, wir haben kein anderes Suit. So. Armor weg. Warum kämpfst du überhaupt? Armor. Das macht keinen Sinn. Ja, da muss ich wieder Armor looten gehen. Nützt ja alles nicht. Oh, guck mal, ja, wir haben sogar noch was an Bord hier. C54-Mümpeln. Knarre. Den Aril-Rucksack können wir nicht aufsetzen. Tja, jetzt müssen wir erstmal looten gehen, hä? Was ist denn das hier? Eine 20er-Rüstung? Reich. Für die Beine hab ich nie Rüstung. Ja, die will ich nicht benutzen. Sinkhole-Backpack. Die kann man nicht aufsetzen. Für die Beine hab ich wieder nicht. Zu essen brauchen wir ja eh nicht. Weißt du, man stirbt ja immer und so. Ist wie bei Scum. Gib's dir was zu fressen, schwupps tot, ne? Hab ich denn vorhin was zu essen gegeben? Ne, ich glaub nicht. Heute noch nicht. Heute noch nicht. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal mein Schiff wieder claimen. Das dauert natürlich auch wieder so seine Zeit. Na echt, da fliegt der Lauch in mich rein, hä? Die Ecke da unten bei Orison, also hier, Dingsbums. Das ist richtig dämlich. Nee. Die hängen nicht am Leben. Die hängen nicht am Leben. Ich schon. Tja, schade. Ich wollte den Xeno-Thread ja noch machen und die ganzen Hammerheads wegplätten, aber... ja, jetzt ist der Auftrag natürlich weg. Na, sowas. Ich hätte die ja natürlich sofort platt gemacht und so. Das ist halt... Wie das halt so spielt, ne? Das Schicksal. So, 10 Minuten warten. Oder 6.000 bezahlen. Microtransaction und so, ne? Naja. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? So, was haben wir denn für Aufträge? Very low und so. Ich glaube, ich nehme nur noch die High-Risk-Scheiße. Na, Kumpel, alles klar. So wie Kaffee, war, kenn ich. Ja, ja. Oh, was liegt denn hier rum? Helm? Und Undersuit. Jetzt sag ich mal, ja, das ist doch bestimmt nur der Standard-Scheiß, hä? Na bitte, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Den rotzen wir hier rüber. E-Booke brauchen wir nicht. Sehr schön. Und dann müssen wir mal ein paar Bein-Armor-Dinger looten gehen. Das kann ja wohl nicht Sinn. Ich laufe ja in dieser Strumpfhose rum, hä? Da nimmt mich doch keiner ernst. Und hier die dünnen Bähnchen. Fällt ja eh wieder aufs Maul damit. Wer kennt's nicht? Das ist mir letztes Jahr passiert, Auftrag gehabt, ne? So ähnlich wie jetzt. Steige raus aus dem Schiff und flieg erstmal aufs Maul. Und um mich drum rum Gegner. Ja. Zum Glück haben sie nicht geschossen, weil sie wahrscheinlich lachen mussten. Oh, guck mal, was ich gefunden habe hier. Die Knifte wäre doch genau das Richtige für mich. Dann pack ein. Scheiße, hier geht nicht. Scheiße, ja. Hier, da. Das ist die Hammerhead. Gegen das Ding sollten wir vorhin kämpfen. Also gegen mehrere von den Teilen. Das ist das Ding. Der Riesenklops. Und wenn das Ding voll besetzt ist, ist das richtig übel. Herr Dübel. Und ich nehme mal an, das Ding war voll besetzt. Ich habe nicht gescannt. Die Ruhe hat schon weg. Ich war leicht abgelenkt, ne? Aber wir können ja mal bei der Hammerhead ein bisschen gucken. Ein bisschen Industriespionage betreiben hier, ne? Jetzt nehme ich gar nicht mal so hässliches Schiff. Groß. Irgendwie sind die Lampen aus. Gibt es da irgendwo einen Lichtschalter? So, hier. Wo geht's hier? Nein. Was ist das? Ja, hier ist zum Beispiel so ein Turret. Ups. Ah. Da ist die Brücke. Eine kleine Brücke. Ist eigentlich eher ein Cockpit als eine Brücke, wa? Nee, warte mal. Ich glaube, da gab's doch. Gab's da nicht zwei Brücken? Eine untere und eine obere? So Star Trek mäßig, Kampfbrücke und hier taktische Brücke und sowas? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Nee, oder? Also bei Star Trek schon. Ich bin raus. Ich bin so raus. Ich bin normalerweise nicht auf solchen großen Schiffen. Ja. Hier bin ich glaube mal rausgefallen. Hier geht's nämlich runter. Oder? Ja. Ist da? Und da hat mich die Hammerhead ausgekackt.
Naja. Großes Schiff, schönes Schiff, gefährliches Schiff. Leise. Ja, mal gucken, ob das gefrorene Fischstäbchen noch da liegt. Da liegt, ne? Es liegt im All. Ja. Gut, die Erde liegt ja auch irgendwo im All. Sie liegt im All. Ja. Sie liegt im Sol-System. Und als Begleiter hat sie Luna. Genau. Ja, da ist es doch. Mein Gott. Mine. 300 Kilometer. Ne, ich will nicht zur Mine jetzt. Wir müssen da hin. Kann ich nicht die Leiche so markieren? Warum habe ich keinen Textmarker? Ja, wer abkackt, wird angemalt. So, das mit Leuchtfarbe, da finde ich ihn viel, viel einfacher. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist natürlich auch alles eine Herausforderung. Ne? Also mir gefällt das. Ja, auch wenn ich jetzt, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen... Es ist natürlich alles so nur ein bisschen Show, dass ich ein bisschen so angenervt bin und sowas, ne? Keine Angst, ne? Mir macht das schon Spaß, ja? Dass man halt, ja, es ist halt auch immersiv, ne? Dass man halt, tot und, nee, man kann sich halt ja auch versuchen, seine Leiche zu holen, aber gerade in der Ecke, also auf dem Planeten wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Ja, nicht unbedingt mitten in so einem Bunker oder einer Facility drinne, aber, ja. Mal gucken, was von uns übrig ist. Ja? Ich würde schon gerne meine... ach, scheiße. Hätte ich einen Traktor... Ich habe keinen Traktorstrahl. Doch, hinten am Arsch. Aber das nützt mir überhaupt nicht. Ich brauche so einen kleinen Traktorstrahl, den hab ich nicht. Damit könnte ich meine Leiche nämlich ins Schiff reinziehen. Weißt du? Und dann könnte ich den looten und dann könnte ich rausfacken. Die nacksche Sau. Wenn ich das hier gleich noch mal verrecke. Dann lieber doch ein bisschen langsamer fliegen, weißt du? Naja. Deswegen hier, ne? Aufpassen. Da geh ich in das Ding rammelt, bist du weg vom Fenster, ne? Die Schiffe gehen ja sehr, sehr schnell kaputt. Was ja unrealistisch ist, ne? Das ist aber bei Star Trek auch nicht anders, hä? Ja, hier die Enterprise, hier das Flaggschiff der Föderation. Und dann kommt irgend so Hukendubel-Gegner, schmeißt den Legostein dagegen, Schild auf 91%. Ja, viel mehr Treffer halten wir nicht aus. Kalibrieren Sie die Schilde neu, Mr. Wuff. Ja, Mr. Wuff, der macht's ja richtig, ne? Ja, alle Gegner gleich vernichten. Aber nee, man frisst erstmal schön. Ja, Schilde rund auf 10%. Der Warpkern glüht, ne? Die wissen wohl nicht, was das kostet, was die dauernd für Warpkerne rausschmeißen. Wir müssen den Warpkern abstoßen. Was das kostet. Ja, weil sie nicht auf Mr. Wuff hören, ne? Warum sich erst den Warpkern zerschießen zu lassen, hä? Nö. Warum hört keiner auf Mr. Wuff? Verstehe ich auch nicht. Das ist ja eigentlich unter anderem auch ein Militärschiff, ja? Picard's Enterprise, ja? Das ist ja nicht nur ein reines Forschungsschiff, das ist ja auch ein Militärschiff. Und da sind ein Haufen Familie mit Kindern und Katzen an Bord. Die Katzen, die bumsen dort auch rum, ne? Datas Katze ist ja schon schwanger geworden. Gegen Ende hier der 7. Staffel. Das ist ja Sodom und Gomorra. Das ist ja nicht das einzige Mal. Das eine Mal, da waren doch hier. Ja, auch bei der Voyager. Ja, Kess. Die war doch da auch rollig mal gewesen. Also, was sie da alle rollig sind. Und bei den neuen Star Trek-Dingern hier, Discovery oder was das da war. Oh, da geht's ja nur ums Rumgebumse. Ah, gucke, wie er mich geblickfickt hat. Mein Gott, arbeitet da auch mal jemand. Nee. Vor allem, man kennt's da aus der Realität. Ja? Du hast keine Mitarbeiter, die mega sexy sind, wo du den ganzen Tag mit Kuckuck rumrennst, weißt du? Guck dir an, die meisten Mitarbeiter, das ist doch, da zerbrechen Spiegel. Ja? Also, nee. Wie unrealistisch. Warum ist da Kenorisch fett? Weißt du? So Ingenieur. Fett. Warum nicht? Guck dir an, ständig sind sie im 10 vorne hinten bei Star Trek. 10 vorne, nicht 10 vorne hinten, ja? Und fressen. Und keine Sau ist dort fett. Realismus. Ich verstehe auch nicht, warum gehen die auf Planeten, wo sie wissen, dort ist es gefährlich, warum ziehen die da keine Schutzausrüstung an? Warum rennen die da mit diesem komischen, man kann das ja noch nicht mal Uniform nennen, das sieht einfach nur bescheuert aus.
dieses dünne Stöpfchen, was sie immer anhaben. Was auch immer geil ist, dass auch immer hier oben am Kragen genau steht, welchen Rang jemand hat, damit potenzielle Feinde auch genau wissen, ach, bei dem lohnt sich das, wenn wir den entführen. Macht ja alles voll Sinn. Quatsche, quatsche. Ja, was soll ich machen? Wir müssen langsam fliegen. Ich meine, ich gucke ja Star Trek und sowas gerne, sonst könnte ich ja nicht drüber lästern, ne? Ich lästere nur über Sachen, wo ich nur mitreden kann. Alles andere ist ja Quatsch. Der arme Lyman hier, der wartet bestimmt an seinen Punkt und, oh Mensch, wann kommt denn der endlich hier mal? Ich weiß es auch nicht, ne? Ach genau, bei Voyager Q, der war doch auch ganz wuschelig hier, wegen Captain Janeway, hä? Der wollte die doch auch begatten und heiraten und alles mögliche oder irgendwie sowas, hä? Oh, das ist doch der reinste, ne. Nur, also da geht's doch wirklich nur um das eine, ja. Neelix war ja auch verliebt in Kes und hast du nicht gesehen. Und auch hier Chakotay, ne, der war ja auch ganz wuschelig hier wegen der Elfriede hier, der Captain Janeway, ne, die sind ja auch ein bisschen, ne. Dann hier der Fähnrich hier, der ist auch immer notgeil, der wurde auch schon angeklagt, weil er angeblich mit einer eine Affäre hatte. Wurde auf einem Planeten angeklagt und hast du nicht gesehen. Ach, da geht's doch nur um das Rumgebumse. Richtig interessant wird's dann, wenn Spezies 8473 auftaucht. Weißt du? 8472, glaube ich. Muss ich mal nachgucken bei den Borg. Im Kalender. Ja, dann wird es interessant, ne? Die einzige Spezies, die ja auch mal ein bisschen Spaß gemacht hat, ja? Ja, alle anderen, die sehen doch irgendwie auch aus wie Menschen, dem er irgendwie eine Handel gegen das Gesicht geschmissen hat. Als ob der Schönheitschirurg abgeglitten ist. Guck dir Worf an, ja? Das sieht auch aus wie ein Botox-Unfall, ne? Wie reingespritzt und zusammengeknautscht, ne? Fertsch. Mr. Wolf. Leave or risk prosecution. Adactio Holdings Controlled. Ja, mein Gott, meine Leiche liegt hier. Bist du bescheuert oder sowas? Von wem wird denn das beschützt? Holdings. Adactio. Ich will nur meine Leiche holen. Ich bin gleich wieder weg. Ein bisschen Ruhe hier. Ich will nicht abmeinern oder sonst irgendwie was streitig machen. Scheiße. Kommt hier ein Schiff. Nicht gut. Trespassing. Ja, ich will meine Leiche haben. Da bin ich. Nee, da ist das Schiff. Shit. Ah, scheiße. Wie krieg ich jetzt meine Leiche dahin? Weg. Ah, toll. Die Sonne. Ich sehe nicht. Da ist ein Kistchen. Jetzt bräuchte ich diesen... Bin ich das da unten? Die Sonne, Junge! Scheiße, ich sehe ja nicht. Kann ich doch nicht tragen, oder? Ist das die Kiste hier? Open? Okay. Das? Suppressor? Ja, das ist alles wahrscheinlich, was übrig ist, wa? Oder? Doch? Es ist immer dunkel. Da bin ich doch. So, warte mal, kann ich dich ziehen? Turn over. Ja, wieso kann ich dich nicht ziehen? Scheiße hier. Aber looten kann ich nicht, du Lauch. Na super. Ich seh nicht. Scheiße hier. Kann meinen Anzug nicht anziehen. Traktorbeam haben wir ja keinen, aber Heilungsgedöns?
Helm kann ich nicht alles ziehen. Aus Gründen. Suppressor. Oh, mein schönes Scope. Den Rucksack. Warum kann ich den nicht aufsetzen? Ach ja, genau. Welche Rüstung. Scheiße, ja. Ja, ich kann. Da müsste ich den anderen Rucksack absetzen. Das geht nicht. Scheiße. Oder warte mal, Kiste. Wir packen. Ich packe meine Kiste. Ein Armor. Jetzt bräuchte ich wieder. Ich bräuchte wirklich. P4 AR kann ich auch nicht mitnehmen. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Den Schützer. Hier, wir haben keine. Mach die dran. Das geht nicht, oder was? Aha. Den Helm. Traktorbeam bitte. Hab ich nicht. Die Mumpeln. Ach, geh doch mal weg, du doofe Leiche. Wo sind die Kisten? Oh, jetzt hängt er ja fest. Ich raff das an. Wo sind meine Kisten? Sind rausgeschwebt oder was? Junge, du machst es echt mir schwer. Oh mein Gott, bist du ein Hohlkörper. Kiste! Ich hab doch gerade eine Kiste gepackt. Mehrere sogar. Wo sind denn die hin? Oh, die sind bestimmt hier runtergepackt, hört er auf. Mensch, meine Rüstung, weißt du, wie teuer die war? Kann ich dich jetzt ziehen? Komm, ich zieh dich. Ich will dich nicht... Carry, da ist es doch. Warum ging das vorhin nicht? Ja, eine Kiste! Ich hab zwar auf meinen Char gedrückt, aber gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Arm Armor. Ja, den Brustpanzer hätte ich gerne. Arm Armor, da scheißt doch der Hund drauf. So, komm her hier. Rein. Wieso schwebst du? Was machst denn du für. Oh, ist ein Hund. Mein Gott, da hoch! Ich weiß nicht, was da hier macht für eine Scheiße. Was ist denn das? Mensch, rein ins Loch, du fette Kuh! Ja, Carrie, das ist doch hier. Ich will doch einfach bloß mein Brustpanzer. Carrie. Was? Was ist denn das? Der Undersuit. Junge! Da juckt mich null! Weg damit! Ich kann nicht runter, jetzt. Nee, komm, weg. Drop. Er droppt nicht. Please. Ja, komm. Ich hab die Lampe an, ich sehe nicht. Jetzt hast du ja nicht mehr dabei, hä? Undersuit. Carry. Turn over. Ja, dreh dich mal rum hier, mach uns mal frei. Geht nicht. Wo ist denn meine Kiste? Geht doch mal weg von diesen Meth-Bähnen hier. Wo ist denn die Kiste? Mit dem Brustpanzer. Die ist weg. Die wichtigste Kiste. Mein schöner Brustpanzer. Oder hat er den jetzt angezogen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der hier macht. Ich sehe ja nicht. Das Licht ist ja an, aber das dürfte ja nicht. Ja. Ich weiß nicht, wo mein Brustpanzer ist. Ich hab doch hier eine Kiste gepackt. Mein Gott, das Wichtigste. Er hat den Scheiß Undersuit, der da hinterher geschmissen wird, weißt du? Ja, das nimmt er mit. Da unten ist er, oder? Was ist denn das? Da leuchtet doch was. Ich weiß es auch nicht. Die Kiste ist weg. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen gepackt oder so eine Scheiße hier. Scheiße, ja, der schöne Panzer. Na gut. Fuck hier.
Naja, gut. So, weg hier. Scheißleiche. Warte mal, da ist doch was. Eine Kiste. Bin ich bescheuert jetzt, oder was? Da ist doch noch eine Kiste. Ja, ist aber nicht gerichtet. Leck mich am Arsch jetzt. So. Kollisionsalarm. Meine Mutti. Sind wir der Best-Deck? Das muss ja ein richtiger Hotspot sein für kriminelles Tun. Aber es geht ins Dunkle. Wie von mir prognostiziert. Schätze ich mal. Hoffe ich. Glaube ich. Damit der Klugscheißer in mir befriedfischt ist. Aufträge laufen ja immer nach demselben Muster ab, ne? Dunkel. Kennst du den Auftrag, kennst du alle. Na, ah, jetzt wuseln wieder diese scheiß Schiffe hier rum. Neutralize. Ja, dann neutralisieren wir mal. Da ist er doch. Da war doch gerade noch ein Rot-Tattoo hier, hä? Ach, da unten steht er doch schon. Der wäre bei Fuß, hä? Warte mal, ich muss mal das spielen. 15.000. Einfacher als zur Seite zu pupsen. Hat schon fast nicht gelohnt, mich anzuheuern. Das sagst du ja schon wie jedes Mal. Oh, guck mal, die werden beschossen. Kommen wir da überhaupt wieder rein? Munkel. Da wird doch das Schiff als Feind angezeigt. Oder wie? Jetzt hat er mich ent... Ich kapiere. So, was haben wir denn nur rausgerettet hier aus dieser Scheißbude? Der Armschoner! Ich brauche den Beinschoner und den Brustpanzer! Haben wir nur alles rausgeholt, was wir nicht brauchen. Ja, die C54, davon haben wir 10.000. Und wieso ist da bei der EN der Suppressor weg? Wir brauchen Tactical Suppressor 1, genau. Haben wir einen Scope dran? Natürlich nicht. Warum nicht? Wieso macht er das Scope nicht dran? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, das geht dran, oder was? Ich würde so lass hier. Ja. Ist immer geil, wenn man nicht sieht hier. Soll ich warten, bis es helle wird? Das macht keinen Sinn hier im Dunkeln. Ich meine, unser Ziel ist erfüllt. Ja, wir haben unseren Dude ja schon gekillt. Ja, ich sehe nicht, das ist dunkel. Alter. Oh shit. Jetzt geht die Scheiße ab. Jetzt rutsche ich auch noch so düsselig. Ach, die haben das Schiff abgeschossen. Warte mal. Ich glaube, da ist ein Gegner. Das down. Ich
halt euch sie absolut nicht. Alter, wie schnell die Mumpeln alle sind. Stolper, Junge. Was ist das? What? Sind die P4A, ja. Okay, Abbau. Wird nur die Knarre. Tschüss. Gefällt mir gar nicht, dass die Schiffe hier so rumwuseln. Muss man so umständlich hier rein, weil du zu blöd bist, dich festzuhalten. Warum machst du das nicht auf? Schön, dass hier alles offen ist immer, hä? Ja. So, fertig. Aber hier, das ist ja... Jetzt kommt doch der Fisch. Der Fisch, scheiße. Power? So, jetzt hab ich das an. Hier, da. Aber ich ziehe ja nicht. Ich kann das Schiff ja auch schlecht bewegen. Ja, ich kann das nicht lenken und ich sehe hier aus dem Blickwinkel auch nicht, wo ich überhaupt hinziehe. Ich weiß auch gar nicht, wie kann ich denn die Stärke von dem Strahl verändern? Gar nicht, ja? Oder? War das nicht irgendwie, ist wahrscheinlich wie bei meiner, oder? Aber irgendwie bringt mir das nichts. Also, ich habe keine Ahnung, wie das dann gehen soll. Wenn ich ja nicht sehe, was ich da überhaupt mit dem Traktorstrahl anziehe. Da sollte schon wenigstens ein Bildschirm dabei sein oder irgendwie sowas, ne? Ich kann es ja nicht bewegen oder so. Ja, gut. Jo, dann sind wir ja fertig. Vorsichtig wegfliegen. Viel Geld haben wir nicht gemacht. Einen Tod erlitten. Aber wir haben ja wenigstens unsere Waffe wieder. Also eine P4A, ja. Besser wie nicht. Halt mein Brustpanzer, ne? Da ist der erstmal wieder den Weg allen Fleisch gegangen. Unsere größte Panzerung. Das ist doch gegen. Zappel hier. Boah. Ja, nicht da hinten alles vollbrechen, meine imaginären Freunde. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. War nur gedacht bei meiner Leiche. Wo ist mein Brustpanzer?
Tschüss, Emma. Es war mal wieder ein Festchen. Ein merkwürdiges, aber ein Festchen, ne? Wieder mal erinnerungswürdig. Die Schnulle. Ja, toll. Zwei von diesen komischen Kniften. Ah ja, das eine war ja P4. Ah ja, alles klar. Ja, das muss ich erstmal in Ruhe dann sortieren. Zwei Waffen, ne? Da muss man erstmal sich Zeit nehmen, um zwei Waffen zu sortieren. Das ist gar nicht mal so leicht, ne? Wir müssen hier so eine Bude zum Hinsetzen. Genau, hier. Ziehen Sie eine Nummer und warten Sie. So, in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Ja, ich weiß, im Hintergrund, da ist... Es leuchtet. Jalousie nicht. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.